Okay, die Frage ist, wie kann man überhaupt etwas bewusst machen? Das ist kurz, wenn du so, ich spreche jetzt, dann ist es automatisch. Und jetzt halte ich kurz inne. Und jetzt kann ich schauen, was spreche ich da? Wo bin ich da gerade? Was fühle ich? Nur dann ist die Chance. Also wie ich der Frage jetzt einen schönen Satz gesagt, einmal zwischen zwei Gedanken gibt es einen Raum und nur dort kann ich meine Reaktion verändern. Also wir sind meistens auch am Reagieren, wir kriegen Reize und wir reagieren auf diese Reize. Und dieses Reagieren ist meistens unbewusst. So, was ihr vielleicht alle kennt, ich kenne es auch, in der Zweierbeziehung ist es oft, da wird man so antriggert, es gibt immer wieder dieselbe Situation und wir reagieren. Man sagt eigentlich, ich möchte gar nicht mehr so sein, oder ich werde mich bemühen, ja, das anders zu machen. Man bemüht sich, da ist man dann, es funktioniert. Das ist meistens, da ist man ohne Stress und man ist sich dieser Situation jetzt komplett bewusst und reguliert sich und reagiert anders. Ja, ganz bewusst, aus dem Bewusstsein raus. Sozusagen durchläuft ein Filter, man reguliert und sagt dann aus der Ruhe heraus, aha, jetzt ist die Situation da, nein, ich werde mich nicht ärgern, ich bleibe jetzt ganz ruhig. Das ist eine ganz bewusste Handlung, immer bewusst gemacht, wo bin ich da, was fühle ich da und habe dann was verändert, nämlich dann zu sagen, stopp, ich mache es jetzt anders. Ja. Ist die Emotion hoch, haben wir hausen mal schon ein bisschen da, Ärger, Wut oder es war den ganzen Tag Stress, das ist irrsinnig viel Adrenalin schon in uns zum Beispiel und viele andere Stoffe. Das Ganze hochhalten und dann kommt da irgendetwas noch daher, dann schießt unser Unterbewusstsein einfach raus und du kannst ihn nicht regulieren. Dazu gibt es Techniken ganz spezielle, wenn wir mal einen Workshop machen, wie man wirklich nachhaltig Schritt für Schritt vor allem Ängste, Unsicherheiten, Wut, Ärger und solche Themen nachhaltig Schritt für Schritt auflöst. Ja, und dann dein Unterbewusstsein automatisch anders reagiert. Also ganz wichtiger Punkt ist das Bewusstmachen. Für mich war irgendwann ganz wichtig das Thema Meditation. Wir werden das irgendwann nochmal auch ein Video machen dazu und mehrere. Weil die klassische Meditation hilft, kurz innezuhalten und hilft, dich wahrzunehmen. Und zu beobachten, was fühle ich, was denke ich gerade. So kann ich das dann auch überprüfen und sagen, möchte ich da was ändern? Kann ich da was ändern? Was bringt es auch, wenn ich was verändere? Was könnte es bringen?